So, herzlich willkommen. Du siehst als erstes, ich habe noch ein paar Bilder aufgehängt. Hier fand ich eigentlich das Stillleben am passendsten. Warum wohl, weiß ich jetzt nicht. Hier die Schlacht, an der wir offensichtlich mal teilgenommen haben. Es geht ja hier um Rüstungen, die Ritterrüstung im Zentrum. Fand ich ganz passend eigentlich. Und also ich weiß nicht, welche Schlacht das ist. Das muss irgendwann Witcher 1 oder 2 eventuell gewesen sein. Aber ich vermute mal, Geralt hat da mitgemacht und das ist so ein Erinnerungspunkt da sozusagen. Es ging ja da um die Brücke und so weiter. Wir haben ja erfahren, dass er die gehalten hat oder erobert oder was weiß ich. Hier habe ich die Burg sozusagen hingemacht, den Palast von Bruclea. Wenn Gäste kommen und so weiter und so fort, ist das eigentlich. Ich finde es eigentlich schön, angemessen, wie auch immer, wie man das sagen möchte, wenn wir da was anbieten aus der Region. Also Weißgarten wäre da zwar auch schön gewesen, aber egal. Und hier habe ich eher persönliche Dinge. Also hier das Fond Roche, was mir in der Auktion erstanden haben. Und dann natürlich die Zirella in diesem wunderschönen, schnutigen. In diesem wunderschönen, schnutigen Kindergesicht, wunderbar. Das sind ja halt eher persönliche Erinnerungen, ja, wie die Trophäen und so weiter. Deswegen fand ich, das passt eigentlich auch sehr, sehr gut. Was mich immer wundert ist, eigentlich waren die mal voll, die Bücher, also die Regale, und jetzt sind sie halt wieder leer. Irgendwie hat da irgendwas nicht hingehauen. Aber das Haus ist jetzt eigentlich wirklich vollständig ausgestattet, sogar mehr als das. Also es ist jetzt voller, sollten wir es nicht stellen, meines Erachtens. Ja, dann gucken wir einfach nochmal beim Haus- und Hofmeister Was kann ich für dich und tun? spielen nochmal zwei Ründchen vielleicht mit dem. Hast du Lust, ein paar Partien Gwent zu spielen? Oh, mit großem Vergnügen, Herr. Bereit? Möge der Bessere gewinnen. Möchtest du gegen eine bestimmte Fraktion spielen, Herr? Goyatel, Ich probiere einfach einverstanden. mal. Wie du wünschst. Soll ich meinen stärksten Kartensatz spielen oder lieber einen schwächeren? Heute habe ich Glück. Nimm deinen stärksten Wir Satz. müssen halt Wie du trainieren, auch ein wünschst, Herr. bisschen für das Gwent-Turnier. Gut. Fangen wir an. Wir haben nichts gewonnen, oder? Was noch rein müsste. Gut, dann geht's mal los. Zwei Finden ist ein bisschen viel. Ein Berserker haben wir. Ansonsten sieht es ziemlich durchmischt aus. Das ist nicht so toll. Wir nehmen eine Finde raus. Wir haben jetzt zwei Schiffe, richtig? Ja. Gut. Dann ist hinten der das verstärken kann. Okay. Das ist eine, das reicht. Wäre natürlich die Frage, ist unwahrscheinlich, dass wir das kriegen. Ich probiere mal. Sehr schön. Das fetzt auch. Das ist auch gut. Okay. Kloppen wir den gleich mal raus. Die machen natürlich richtig Sinn. Ah, shit. Jetzt habe ich aufgepasst. Ich probiere es nochmal, aber ich kann den nicht spielen. Den Elfen kriegst du nicht. Okay. Ja, muss man akzeptieren. So. Den können wir nicht verstärken hier. Verstärker brauchen wir aber noch für die Schwerter. Müssen wir halt gucken jetzt.
Tja. Der hat garantiert eine Verbrennkarte. Scheiße. Aber ich kann es nicht ändern. Ich kann es wirklich nicht ändern. Der wartet noch bis zum letzten, ne? Passt. Okay. Können wir nicht wegnehmen. Jo. Okay. Oh, Scheiße, Alter, der hat. Oh Gott. Der kann halt echt noch jetzt aus dem Fallen schöpfen. Ach, den kannst du wechseln, ne? Da ich jetzt eh nicht mehr aulen kann, rutschen wir mal alles schön blank, dass er nichts mehr holen kann. Okay, er verdoppelt. Okay, wir machen dasselbe. Und jetzt müsste er die Verbrennen spielen, wenn er eine hat. Kann er nicht. Also die Verbrennkarte gilt nur für die erste Reihe. So. Und jetzt hoffen wir, dass er nicht noch eine zurückgehalten hat. Oh. Die kenne ich ja gar nicht. Okay. Cool. Krass. Gut. Ich gratuliere zum Sieg. Wollen wir weiterspielen? Ja. Möge der Bessere gewinnen. Möchtest du gegen eine bestimmte Fraktion spielen, Herr? Ja, irgendeiner wird ja sicherlich da auch spielen. Spiel doch die nördlichen Königreiche. Wie du wünschst. Soll ich meinen stärksten Kartensatz spielen? Ja, mit den vielen Spielern. Oder lieber einen schwächeren? Nein, ich möchte gerne den stärksten Kartensatz, den du überhaupt nur bieten kannst. Heute habe ich Glück. Nimm deinen stärksten Satz. Wie du wünschst, Herr. Gut, fangen wir an. Das klang schon so, als ob er mich heute jetzt fertig machen will. Geht nicht. Die Madrome kann man nicht. Die Hörner brauchen wir auch alle. Shit, wir brauchen diese Sonderkarten. Alter. Wir brauchen sie einfach. Mehr finden kann ich nicht reinnehmen, Mist. Dann hoffen wir mal. Das sieht schon nicht so toll. Das sieht scheiße aus. Das sieht so scheiße aus. Raus, die Scheiße. Überhaupt, das ist einfach scheiße. So, ja, okay. Jetzt haut er mir gleich die Spione um die Ohren.
So. Muss man gleich beantworten. Ich fürchte aber, uns wird eher die Puste ausgehen als ihm. Okay, verdoppelt. Arsch. Kann ich auch. Neunundfünfzig. Und wenn wir jetzt nicht. Mich fein runtergespäht, die Sau. 63. Nein, ich verliere es. Man sieht so nicht die Karte, na stark. Ja, jetzt macht er mich fit. Ja, okay. Ja, gut. Erledigt. Ich habe ja nichts mehr. Ich meine, man könnte jetzt auch den König spielen. Ja, herrlich. Ja, klar, gib mir es richtig fett. Jetzt kommt er mit den Spionen. Ja, wenn du einmal einen Lauf hast, dann. Ja, okay. Das ist so scheiße. Ja. Okay. Ich hätte gern mal gewusst, ob man. Ob man ob, ob, Diesmal habe ich gewonnen. Interesse an einer Revanche, Herr? Ich fürchte, wir werden bei Später dem. vielleicht. Ich muss noch was erledigen. Wie der Herr wünscht. Wir werden offensichtlich bei dem Danke. recht Ich muss mich wieder keine um meine Karte abholen. Angelegenheiten kümmern. Bis bald. Der war auch nicht unbedingt, auf der Karte. Oh, schön. Wie damals denn 23 Uhr X. So. Dann machen wir mal Folgendes. Wir machen dieses hier. Und dann brauchen wir gar nicht so lange nach dem Ding zu suchen. Mittlerweile bin ich mir aber auch sicher, den vielleicht das nächste Mal selber zu finden. Okay. Und zwar Pleg und Brücke. Gut. Man findet in ganz Toussaint keine bessere Qualität. Sei gegrüßt, Reisender. Brauchst du was? Ja.
Darf ich mal einen Blick auf deine Waren werfen? Oh, der Rahnschnaps. 103, teuer. Und der macht kein Gewinn. Viel Glück auf dem Weg. Thank you. Ich bin Hoflieferant der Herzogin persönlich. Sei gegrüßt, Monsieur. Suchst du was Bestimmtes? Ich glaube, den haben wir dem auch schon mal angesprochen. Ansehen? Ist ja geil. Zwei Händler im Bild. Gleichzeitig. Cool. Bis dann. Ganz ruhig. Keine Schlägereien. Zwei Händler. So. Ist immer noch das Pferd. Oh. Was kann man denn da eigentlich machen? Abgeschlossen. Okay. Das war doch dieses verrückte Pferd, oder? Steht das jetzt mit Grund da drin? Gewinnt. So. Eigentlich möchte ich gar keinen. Ich möchte gar kein Gefecht machen. Ich möchte eigentlich nur gerne dran vorbeilaufen. Und dann möchte ich gerne. Ich glaube, hier war es. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, neben dem orangenen Fragezeichen war das. Da möchte ich gerne mal hin. Und dann schauen wir mal. Und keinen Feindkontakt möglichst. Das wäre auch sehr schön. Wir können eigentlich die Plätze benutzen. Ah, die, siehst du? Guck mal hier, ich hatte letztens auch noch ein paar Geschichten gekauft, als ich beim Händler war. Und jetzt sieht es schon mittlerweile ziemlich verraunzt aus. Letztens war es eher poliert. Ja, dadurch, dass wir jetzt so viel Gold hatten an der Rüstung, dachte ich mir, das könnte ja eigentlich auch mal ganz nett sein. Allerdings gefällt mir das Rot da auch nicht so besonders. Ich muss mal gerade auf die Karte gucken. Nein, nicht aufs Inventar. Wie weit sind wir denn noch weg? Okay, wir können da jetzt querfeld ein. Das ist sogar vielleicht die beste Version. Komm schon, Plätze! Komm, husch. So. Lauf, Plätze! Komm quer durch das Gemüsebeet. So. Sehr gut, dann schließen wir da. So. Ja, und jetzt müsste man halt mal gucken, ob hier irgendwas ist. Wir müssen noch weiter, das ist nur so ein Vorposten offensichtlich. Weinke, Castello Revello. Okay. Okay, ist eine. Ganz ruhig, keine Schlägereien. Okay. Da ist ein Anschlagbrett. Okay. Anschlagbrett lesen? Fragezeichen oder? Die Freude ist ganz meinerseits. Okay, den können wir keinen Gewinn spielen. Na los, komm, dann gucken wir ganz schnell mal. An alle tugendhaften Ritter. Ich respektiere euch wie jeder andere in Toussaint, aber bitte hört endlich auf, Windmühlen anzugreifen. Sie haben euch nichts getan, doch durch diesen Unfug schnellen die Wartungskosten enorm in die Höhe. Ich warne euch, wenn ihr nicht damit aufhört, Windmühlen anzugreifen, werde ich eine offizielle Beschwerde bei der allergnädigsten Herzogin einreichen. Beste Grüße, Antoine Lys.
Reisende, aufgepasst! Wenn ihr auf Reisen geht, solltet ihr die Straße in der Nähe von Fuchsdal meiden. In den Tulasenshöhlen haben sich Diebe eingenistet, die von zwielichtigem Lot Halbhut angeführt werden. Oh, ein Hinweis auf den Typen. Die Gegend sollte gemieden werden. Reist nur in Begleitung einer größeren Gruppe Bewaffneter dorthin. Vermentino-Wein. Leichtes Trinken, das muss sein. Vermentino-Wein, leichtes Trinken, das muss sein. Vermentino-Wein trinken, leichtes Trinken. Die Platte hat einen Sprung und jetzt springen wir zum nächsten. Ihr sucht einen vorzüglichen Jahrgang, wollt ihr die Klarheit des Verstandes aber nicht verlieren und wollt die Klarheit des nicht verlieren, dann probiert den Wein vom Vermentino-Weingut. Ihr könnt ein ganzes Fass leeren und am Morgen habt ihr keine Kopfschmerzen. Der Grund hierfür ist der hohe Anteil von nahezu 100% Wasser in unserem Wein. Trinkt Vermentino und unterstützt uns dabei, die Nüchternheit unter den Bürgern Toussaints zu fördern. Sehr intelligent gemacht. Märchenerzähler, ich erzähle Märchen. Für einen kleinen Obolus komme ich zu euch nach Hause und erzähle eine Geschichte zu jedem gewünschten Thema. Ich weiß, wie sich Kinder amüsieren lassen, aber ich kann auch Erwachsene mit wunderschönen Geschichten unterhalten. Ladet mich ein, dann seht ihr, dass das Lauschen einer Geschichte die Mühen des Alltags erleichtert. Gesucht Meisterzauberer! Ich suche einen knallharten Mann, der sich beim Anblick von Zauberei nicht in die Hose macht und eine Hexe einer ordentlichen Abreibung verpassen kann, wenn es da auch ankommt. Du findest mich beim Holzfällen in der Nähe von Fuchsdal. Mein Name ist Jakob und ich fälle Holz. Alle Idioten, die sich für besondere Witzbeute halten, warne ich. Die Zeit der Witze ist vorbei. Jakob, der Holzfäller vom Fuchsdal. Ach du Monster! In der Nähe der Friedhöfe sind Bargästen gesichert worden. Die haben Bares dabei, die machen Gesten damit, oder wie? Deshalb ist es ratsam, dass die Arbeiter in den Weinbergen vor Einbruch der Dämmerung nach Hause gehen. Am besten in Gruppen. Außerdem wird empfohlen, sich von Friedhöfen fernzuhalten. Das Nichtbefolgen dieser Sicherheitsmaßnahmen kann schlimme Folgen haben, wie beispielsweise mentale Traumata, schwerwiegende Verletzungen oder sogar zerrissen oder verschlungen zu werden. Neue Rittergeschichten, okay. Gut. Gesuchten Meisterzauberer. Sag mal, eigentlich bin ich aber hierher gekommen, um Gwyn zu spielen. Und ich hätte fast, oh, das sieht ziemlich verschlossen, ja. Krass. Das könnte natürlich was sein. Kräuter aller Art. Gut. Hello, hello, oh. Was für ein herrliches Aroma. Meint ihr mich? Turitenerz. Zwischen den Welten. Buch, Schalte, Zähne, Öl. Okay. Zwischen den Welten. In einer Welt nicht unähnlich der unseren lebte einst ein Herrscher namens Asgaryk. Als er ein alter Mann war, wurde er krank. Er spürte, dass er bald sterben wird und beschwor seinen Bösen und so beschwor er einen bösen Geist namens Marbas und schloss einen Pakt mit ihm. Asgaryk würde leben, bis sein Sohn das rechte Alter erreicht hätte, um den Thron zu besteigen. 10 Jahre vergingen, Asgaryk starb und neben seinem Leichnam erschien Marbas und wendete sich dem Thronerben zu. Dein Vater hat mir etwas versprochen. Nun wirst du seine Schuld begleichen. Was hat mein Vater von dir bekommen? Fragte der Erbe. Was bin ich dir schuldig? Dein Leben, sagte Marbas und riss dem Erben mit dem Klauen die Kehle auf. Der Knabe war noch nicht tot, als Marbas auch schon ein Tor in eine andere Welt öffnete. Heraus kam eine Söldnerarmee mit dem bösen Geist Berit an der Spitze.
Marbas besaß, saß auf Asgaryks Thron, für das Land brachen schlimme Zeiten an. Die Bevölkerung rebellierte gegen die Herrschaft des Dämons. Marbas schickte ihr Berit und seine Armee auf den Hals. Berit metzelte alle Rebellen dahin. Seine Rüstung glänzte von Blut. Die Leute begannen, Berit den purpurroten Souverän zu nennen. Marbas Appetit war noch nicht gestillt und so schickte er den purpurroten Souverän aus, um die Nachbarländer zu erobern. So ging es weiter. Hunderte von Jahren lang marschierte der Souverän und verlor immerfort Soldaten. Doch Marbas war nie zufrieden. Schließlich kam der Moment, da alle Völker auf allen Kontinenten unter Marbas Herrschaft standen und der purpurrote Souverän keine Armee mehr hatte. Er kniete vor Marbas und sagte: »Du hast mich angeheuert und ich habe meine Aufgabe erfüllt. Du versprachst mir eine Waffe, vor der kein Schild schützt.« »Die sollst du haben«, sagte Marbas und bleckte die Zähne. Er griff in sein Gewand und zog eine Fiole mit pestverseuchter Galle hervor. Die warf er auf den purpurroten Souverän. Doch der Souverän erkannte Marbas gut genug, um den Verrat erwartet zu haben. Er öffnete eine Passage in eine andere Welt und floh, ehe die Fiole den Boden traf. Doch als er floh, kam eine Windböe aus dem geöffneten Portal. Sie stieß das Fenster von Marbas Thronsach auf und verteilte die Pestgalle über die ganze Welt. Seither wohnt Marbas in einem Turm, der einem Kontinent voller Leichen und von der Pest transformierten Bestien überblickt. Und Berit, der sich immer noch purpurroter Souverän nennt, zieht als Söldner von einer Welt zur nächsten und sucht Rache. Ein ewiges Rachespiel, was niemals gut ausgehen kann. Das ist sozusagen die Quintessenz aus dem Ganzen. Ne? Also die haben sich nichts gegönnt. Was für ein herrliches Aroma. Die haben sich nichts gegönnt. Und damit ist es dann auch für die natürlich nicht gut ausgegangen. Willkommen, Wanderer. Brauchst du vielleicht Kräuter? Johanniskraut gegen Bauchweh oder... Da würde ich doch Weidenrinde oder Iriswurzel vorziehen. Johanniskraut kann Schwindel und Übelkeit verursachen. Vergib, du siehst gar nicht aus wie ein Kräuterkundler. Wie sehe ich denn aus? Und kann der Schein nicht täuschen? Ich bin nicht auf der Suche nach Pflanzen, die sowieso überall wachsen. Ich brauche seltene Sachen. Hast du sowas oder soll ich weiterziehen? Das musst du wohl selbst beurteilen. Zeig doch mal, was du hast. Ja, die hat nichts. Okay. Du hast nichts. Nichts für ungut. Kein Problem. Ich sollte mich entschuldigen. Ich habe dich nach deinem Äußeren beurteilt. Sag, woher hast du dein Wissen? Habt ihr einen Kräuterkundler in der Nähe? Nein, das habe ich weit weg gelernt. In Kaer Morhen, im Norden von Kaedwen. Götter, das ist ja am anderen Ende der Welt. Was verschlägt dich nach Toussaint? Mein Beruf. Ich töte Monster. Die ist jetzt auch irgendwie vom Mond hinter dem Mond entstiegen, oder? Gut, dann schauen wir mal, ob wir die noch besiegen können. Du spielst wohl nicht zufällig Gwint, was? Was für ein herrliches Aroma. Ich bin etwas unentschieden. Na komm, spielen wir. Bäh. Nicht gut. Finden würde ich gerne behalten. Was habe ich denn jetzt darüber geknackt?
Ich weiß es jetzt auch nicht, ist egal. Ich warte jetzt einfach und fertig. Kaiserreich Nilfgaard. Gut, sehr schön. Das passt erstmal zueinander. Hier kann einer weg. Das passt auch. Allerdings nicht, muss man jetzt sich für die Reihe entscheiden, dann sozusagen. Nehmen wir die Schildmaid noch weg. Der verdoppelt das Schiff. Ja, wir nehmen mal die Schildmaid noch weg. Mal gucken, was passiert. Ja, gut. Okay. Das ist das, was wir noch am einfachsten spielen können. Ah, die hat, stimmt, die hat auch so Spionzeugs und so weiter. So, oh, warte mal. Den Vierer vorne spielen wir mal an. Ich weiß jetzt nicht, was das bedeutet hat. So gut kenne ich das nicht. Dödliche Dödlin. Jetzt hat sie schon 3 Karten mehr als ich. Ich will jetzt mal ein bisschen abwarten, ob sie jetzt gleich kneift. Oder sie wird loslegen. Ah, scheiße. Ich fürchte, ich hätte die lassen sollen. 43. Ich mache jetzt was Gefährliches. Aber der soll sich dann hochspielen. Oder sie soll sich dann hochspielen. Oh shit. Ich hätte aber nichts dagegen machen können, sowieso. Echt, ja, jetzt holt sie sich wieder das zurück. Sie holt sich einen Spion wahrscheinlich oder irgendwas, keine Ahnung. Ja, so ein Zehner, das ist doch genau das Richtige für mich. Ist doch geil, ja. Gut. Was ist das? 12? Shit. Das wird dann 12, dann ist es 14 und dann reicht es immer noch nicht. Das sind auch 12. Scheiße, das reicht nicht. Ja, es hilft nichts. Es hilft nichts, es hilft einfach nichts. Ja, noch 7 Karten, mir wird schlecht, Alter. Die jetzt nicht einen Sack zugemacht gegen Skellige. Jetzt kriege ich 2 Karten.
Mal gucken. Es hätten auch bessere sein können, ehrlich. Aber egal, ich will nicht rumungen. Aber ich hätte, warte mal, ich hätte den König spielen sollen. Können wir noch was holen? Ja. Mist, ich hätte das als erstes spielen sollen. So. Und jetzt hoffe ich, dass sie nichts aus dem Vorrat holt. Okay. Nein, nein, nein. So. 6. Setzen. Mal gucken, wie viel Verbrennkarten sie noch hat. Okay, wenn sie weiter so spielt, dann... Okay. Boah. Gut. Okay, sehr gut. Oh, ich glaube, das war eine Scheißkarte. Das können wir gerade noch mal kurz schauen. Halt. Donnerin da. Nee, das war der so. Kambi. Pirat. Bogenschütze. Ist ja scheiße. Das ist echt nur Mist hier. Der ist ja nur ein Sechser praktisch. Okay. Zwei Finden, klirrende Kälte. Ich gehe noch mal kurz durch. Ob wir nicht irgendwo mal noch so ein paar Stärke holen könnten. Der Olaf war doch der, gegen den wir gekämpft haben, ne? Im Faustkampf. So. Der Berserker ist eigentlich stark, aber das mit den Pilzen, das wird erst richtig geil, wenn du halt den Dingsbums hast. Schmied, Clan der Tordroch. Leichtes Langschiff. Ich kann noch einen rausschmeißen. Ja, die Schildmeiden sind halt ehrlich, das ist halt auch nicht unbedingt jetzt so fett. Das Wiederholen-Ding finde ich gut. Ja. Ich glaube, ich verkürze das alles. Ich meine, die Karte hier ist gegen Skellige recht gut, wenn du eben nach vorn spielst, erste Reihe, und dann die anderen beiden Reihen wegknallen kannst. Aber wenn du allzu viele Karten im Umlauf hast, kannst du dich auch nicht so sehr konzentrieren, ne, auf die zentralen. Gesagt, eine können wir noch wegknallen. Guck halt gerade noch, ob sich das irgendwie, ob das funzt irgendwie. Weil eine Schildmaid müssen wir drin lassen. Die Berserker, eigentlich ehrlich, die bringen es jetzt nicht unbedingt, ne? Ich spiele eher mit so, also
Wenn du die kombiniert spielen kannst mit einem Pilz, dann ist das schon sehr geil, aber das hat bisher noch nie richtig hingehauen. Insofern sind das eigentlich eher Kandidaten, die rausfliegen. Die Schildmeiden würde ich eher drin lassen. Aber es ist halt, wenn du dann mit dem Mäusack zum Beispiel spielst und nochmal einen Pilz mehr hast, könnte es durchaus sein, dass du da nochmal echt abzockst. Okay. Gut. Ich guck mal gerade. Ich vermute mal, hier war auch noch was. Ich hab das irgendwie, ich kann es dir leider nicht mehr genau aus dem Kopf sagen. Aber wir müssten da halt im Grunde genommen zum Ardiso-Steinbruch und könnten halt da so ein. Ich hatte gehofft, den kann man hier sehen. Den Wegdingsbums müsste man noch finden. So. Da. Okay. Gut. Aber dann ist das so angelegt, dass man hier nicht looten kann. Das ist das Erste. Und das Zweite ist halt, dann ist das so angelegt. Wo ist jetzt der Grüne wieder hin? Da. Ganz ruhig. Keine Schlägereien. Ja, ja. So. Zack, und wir wollen nicht zum Basilisken, sondern dahin. Tack. Mal gucken, ob wir da noch, noch eine vernünftige Karte zusammenkriegen. Wir können noch einen dritten Sturm jetzt kriegen, aber ich hoffe, es funzt jetzt, dass wir vielleicht noch die Schildmaid oder so einsacken. Das wäre eigentlich sehr schön. Halt den würde ich auf jeden Fall mal spielen. Ich weiß nicht, ob der auf der Karte war oder so. Geht's hier runter? Ja, hier geht's runter, aber so, ich hatte hier ja eine spezielle Erfahrung gemacht, ne? Insofern. Also eine Fallerfahrung, einen spezifischen Fall hatte ich. Einen ganz spezifischen Fall. So. Wo ist der Dings? Wo ist der Deinhard? Da hinten müsste der sein. Oh. Cool. Die haben schon eine Hand fertig hier, oder was? Wir exportieren Schwerter nach Metina, Ebbing, Nazair, sogar nach Serikanien. Von hier aus, oder was? Ich möchte. Hallo, würdest du mal. Du siehst mir nicht wie einer vom Steinbruch aus. Bedeutet das, wir kommen nicht ins Geschäft? Nein. Das bedeutet, du wirst hier kaum etwas finden, das du gebrauchen kannst. Ich habe nur Sachen für den Steinbruch. Hämmer, Nägel, Handcreme. Und wie gesagt, die Schwerter im Vordergrund. Aber du kannst dich natürlich trotzdem umschauen. Zeig mal, was du hast. Jo. Shit, ich hätte zu Hause noch die Waffen abgeben können, Mist. Anfertigung, du bist immer gern gesehen. Bist du immer so freundlich oder nur mit dem falschen Bein aufgestanden? Ich bin auf der rechten Seite aufgestanden, wie immer. Mein linkes Bein ist seit dem Unfall gelähmt. Ich habe hier mal gearbeitet, im Steinbruch, bis sich auf einmal ein Stein gelöst hat und auf meinen Fuß gefallen ist. Oh, tut mir leid. Jetzt komme ich mir blöd vor. Ist schon gut. Unfälle passieren hier öfter, das gehört dazu. Hin und wieder bricht sich jemand was, verdreht sich den Knöchel oder das Genick. Gut. Bis dann.
Schade. So, jo. Wie kommen wir hier wieder raus? Es wäre ganz... Oh, wir können hier der Straße folgen. Wir müssen einfach nach unten. Und dann einfach hier irgendwo hin. Gut, dann... Tun wir das doch einfach. So. Frauen und Fleisch. Je länger man sie klopft, desto besser werden. Ja. Ich klopf gleich auch mal bei dir was richtig. So. Gut. Langsam wird es wieder heller. Na komm. Gut. Da sind schon die Leute auf den Feldern hier. Und rackern. Ich habe hier, als ich vorhin in Corvo Bianco war, oh komm, ja, Tufo, ein Gut, okay. Aha. Eingestürzt. Vermutlich hat das Fundament nachgegeben. Wurde buchstäblich untergraben. Okay. Schatz suchen, Ausrüstung. Ja, du weißt es schon. Bärenschuhe, Schatzsuche. Eigentlich wollte ich gar nicht. Aber wenn wir nochmal hier sind. Okay, dann gibt es vielleicht auch noch eine Treppe oder sowas. Nee, gibt's nicht. Okay. Aha. Verstehe. Das ist eine Tür. Also man kann bei Witcher weitaus mehr besuchen und anschauen, als man vermutet. Sieht eher aus wie bei Fallout hier. War das jetzt da hinten so ein Durchgang, wo man nicht drankommt? So. Übel, oder? Man kommt mit ein bisschen Willen, kommt man quasi überall hin, ist die Message. Gut, okay. Damit haben wir auch alles gesehen. Aber sowas meinte ich halt. Okay, da geht's nicht rein. Okay. Gut. Machen wir's. Ich würde einfach später wiederkommen, weil sonst ist das
Jetzt haben wir auch den Punkt hier. Sonst ist das eventuell einfach wieder viel zu viel und wir rutschen dann doch noch. Ja. Oh Gott, ist das Hammer. Ist das ein Hammer? Guck dir mal. Ja, kotzt mal ordentlich schön rum. Also hier sind es dann eher die Bauern, die zum Fass und Zapfen. Oh, okay, der ist fertig mit Kotzen. Und gleich geht's wieder rein. Ui. Jo. Was du nicht sagst. Wer zum Teufel weiß das schon? Der berühmte Geralt von Riva. Okay. So. Na dann. Gesittet. Bitte, Meister, finde das Biest. Ja. Ich will ja nicht aufdringlich sein, aber hast du nicht das Turnier gewonnen? Jo, habe ich. Sei gegrüßt, Herr. Was brauchst du? Ich denke schon den ganzen Tag an einen schönen Wein. Und zwar? Rot, weiß, rosé, trocken, halbtrocken, lieblich, Schweregrad, Rebsorte? Ich kann gerade nicht an den Wein denken. Ja, also erzähl mal, was du hinter dem Tresen hast, ist natürlich auch wieder so doppeldeutig. Zeig mal, was du so hinter dem Tresen hast. lassen wir es einfach. Es, ja. 101. Ja, aber wir müssen es jetzt nicht kaufen. Was ist das? Toast? Kräuterbrot? Gut. Erzähl mir was über die Gegend. Erzähl mir etwas über diese Gegend, ja? Was gibt es da zu erzählen? Dass der Herr dieser Lande, Monsieur de Bourbeau, die größte Arschgeige von Toussaint ist? Ach was. Danke, dann bin ich besser wachsam. Hammer. Ich mag solche Frauen, das ist so cool. So. Quint, vielleicht könnten wir eine Partie spielen. Hoffentlich zieht die mir nicht ab jetzt. Hexer, bitte Meister, finde das Biest. Jo. So. Nördliche Königreiche spielt die. Wir haben keinen Pilz. Eine Schildmaid. Und zwei, das sieht eigentlich gut aus. Wir haben einen Pilz, okay. Wir haben eine Finte. Und wir haben Olaf. Die sind vorne, die können vorne verstärkt werden. Ja. Gut, wir lassen es so, weil jetzt passt es einigermaßen zusammen. Wir haben nicht so viel von den okay. Mit einem Einser fängt die an. Ich hatte ja schon gedacht, die hat irgendwie so ein zurückgebliebenes Blatt, aber okay. Dann mitnichten sozusagen. Okay. Da sie jetzt ja schon im Grunde genommen gesetzt hat, ist natürlich die Fragestellung. Alter, was für ein versiertes Weib. Was für ein versiertes Weib ist das denn?
Ja, die Schnecke. Alter, die zwingt mich jetzt. Ey, ohne Scheiß jetzt, oder was? Wenn sie keinen Spion hat. Finte. Sie hat den Einser weggeholt. Wieso den Einser? Spinnt die? Das heißt, sie gibt jetzt gleich auf, oder was? Die Finte kann ich... 21, dann bin ich aber wieder auf 16. Bringt nichts. Das macht alles keinen Sinn. Hole ich den raus. Das war eine ziemlich sinnlose Aktion, oder? Oder wollte die nur Zeit gewinnen? Das ist die gute Frage. Ich glaube, die wollte vorher schon passen, aber... Jo. Können wir was zurückholen? Wir können nichts zurückholen. Nördliche Königreiche. Die hat noch keinen Spion gespielt, ne? So, wir können nichts zurückholen. Ah, wir müssen aber nachher... hoffen, dass wir was Gutes holen aus dem Stapel fürs letzte Spiel, hoffe ich. Oder spielen wir jetzt so, oder spielen wir so, dass das jetzt, was da liegt, genügen muss. Risiko, komm. Risiko. Hoffentlich hat es jetzt keine auf. Scheiße. Jetzt kommt's. Jetzt ist. Oh, wow. Oh nein, nein, nein. Okay. Jetzt komme ich aber mit meinen. Los. Okay. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Mach's doch immer so fucking spannend, Alter. Boah, ey. Das ist aber reines Glück. Da kannst du ja gar nichts mehr machen. Der spielt ja mit sich selber, der Rechner dann.
Also ehrlich, das ist schon wow. So, jetzt Schildmeid, oder was? Der Ritter de Perak Perron? Ceres. Einer der Mächtigen. Alter. Endlich. Sofort rein, die. Okay. Dann rüber mit dir. Okay, dann kommen jetzt die Guten, oder was? Krass. Die ruft dann zwei Schildmeiden. Also wir brauchen noch eine Schildmeid. Quasi. Was? Das sind cool gezeichnete Karten, ne? Ach nee, die sind ja einzeln. Okay. Verstehe. Okay, gut. Schön. Ja, klar. Gott, hier geht's ja noch weiter. Jede Dame dieser Welt sich ihren eigenen Dämon hält. Ist das Discounter? Nee, wa? Okay. Naja, gut, okay. Dann, ui, wir können der, oh, können der dann. jo. Gut. Wir hätten jetzt beinahe unter den, ja, hallo. Sehr schön. Jawohl. Gut. Vogelstreifen durch das Weingut dieses Arschkriechers. Ich wurde müde und legte mich in einem Heuhaufen schlafen. Plötzlich fing das Ding an zu wackeln, zu tanzen, als ob hunderte Dämonen unter der Erde marschierten. Natürlich. Du hast einige Flaschen geleert und dir wurde schwindelig. Das war so echt wie du und ich. Das schwöre ich bei Majoran. Guten Buch. Ja, und Schweine können fliegen. Mhm. Okay, da ist ein Händler. Aber da gibt es wahrscheinlich keine Schildmaid. Langeweile in Reinform. Wie immer. Eine Hexe. Die stiehlt Kinder. Bin ich denn völlig irre, zu so spottbilligen Preisen zu verkaufen? Davon habe ich gehört. Hier werden Haufen Kinder gestohlen. Benimm dich! Möge Majoran euch. Halli, hallo, Hallöchen! Was ist das denn? Ich würde dir gern mal ordentlich. Hä, waren wir schon mal? Darf ich mir mal deine Waren ansehen? Wir waren hier noch nie. Der hat doch gerade den Ort entdeckt. Ja, gut, der hat auch nur Mist. Bis dann. Hä? Ich verstehe nicht. Das sah aus, als ob. Der Yaruga. Jo. Warum lasst ihr mich nicht alle? Alles in Ordnung. Gut, dann. Werbung, ich flicke Dächer und beglücke Weber günstig. Findet mich in der Taverne zum Elchschädel. Fragt nach Lu. Zimmer zu vermieten. Liebe Gäste, seid ihr den weiten Weg nach Toussaint gereist und auf der Suche nach einer Unterkunft? Ich vermiete Zimmer in dem Dorf Frank Collard. Sehr günstige Preise und ihr werdet nicht so über den Tisch gezogen wie in Buclair. Die frische Luft und der Blick auf das Carroberta-Wald sind schlichtweg atemberaubend. Janique Laurent. Arbeit! Ich suche aber kräftige Hände für mein Weingold. Bobby. Wer will Tuffstein kaufen? Ich habe einen Wagen voll Tuffstein zu verkaufen. Wir haben einen Keller ausgegraben und keine Verwendung für das Zeug. Vielleicht hatte jemand der aus dem Blessülter Interesse. Man könnte daraus etwas bauen oder ein Schlammbad machen. Gegen Rückenschmerzen gibt es nichts Besseres.
BR, wendet euch bei Interesse an Meister Matt von Tufo. Auftrag, das Monster von Tufo. Hiermit gebe ich im Folgenden bekannt, das Tufo-Weingut, das zu meinen Besitztümern gehört, wobei ich ja der Affe bin und der Arsch, wie man in der Schenke erfahren konnte, und für seinen superben Melon Blanc in aller Welt berühmt ist, wird von irgendeinem Monster heimgesucht. Der Ritter, der die Beste stellt und erschlägt, wird nicht nur seine Ehre unter Beweis gestellt haben, sondern auch eine Belohnung von erheblichem Umfang erhalten. Hört daher auf meinen Ruf, tapfere und kühne Männer Toussaints, kommt zum Tufo-Weingut und sprecht den Unterzeichnenden auf diesen Auftrag an. Holla. Nehmen wir. Und ich spiele lauter und versuche jemand, der die Ocarina spielt. Wir werden in Tavernen und Blockier stürmen und sogar die von ganz Toussaint. Markblütenreich. So, lesen. Ja, wann... Die Tage, sie vergehen. Die Arbeit bleibt... Wandergilde-Mitglieder. Wanda. Oh je. Nicht erkundeter Ort. Wir haben wieder... Ja, wir haben wieder was... Kommt her, gute Aufbruch. Leute, kommt schnell. So, es gibt nicht genug... Noch rein. Ja, ja, ja. Mache Zauber. Panther und ich. Okay. Da können wir natürlich auch raus, wenn wir wollen. Ich werd verrückt. Jo, dann tu dir keinen Zwang an. Es ist immer besser, mal auszurasten, als alles in sich reinzufressen. So. Okay. Oh, hier. Dies ist der Held, den wir uns leisten können. Was? Öffne diesen Ungläubigen die Augen. Was? Das ist der Held, den wir uns leisten können? Sind nicht mehr ganz kribbelig im Kopf, oder was? So. Peter! Gut. Was nicht auf mir rumtrampeln. Wenn ich diese Kichertussi das nächste Mal sehe, kratze ich ihr die Augen aus. Man kann es ja nicht aufmachen. Oh, hier, guck mal, die Haut. Die haut ihren Teppich. Hau den Teppich, hau den Teppich. Auf nüchternen Magen. Oh, grauenhaft. Jo. Mit Menschen zu tun? Sprich sanft und trage einen großen Knüppel. Sprich sanft und trage... Ja, die beiden, wir haben alles mit, was du meinst. Sogar zwei Knüppel mit. Oh, guck mal, die haben Angelruten. Sehr schön. Oh, okay. Das ist nicht nur... Oh, die wienern sogar den Steg hier. Das ist ja ein Hexer oder nicht? Den Arsch muss man sich ja doch aufreißen. Warum lasst ihr mich nicht alle in Ruhe? Also ey, wir sehen echt... Wir sehen irgendwie sehr, sehr alt oder irgendwie so alt. Hexer oder nicht? Den Arsch muss man sich ja doch aufreißen. Ich weiß nicht, ich glaube, wir verändern die Frisur, sobald es mal wieder eine Möglichkeit gibt, wieder auf diesen schönen Dingsbums. Oh, was ist denn das für ein Gehöft? Das wäre natürlich auch mal ganz interessant. So, gibt es noch irgendwo was hier, wo man, ich glaube nämlich hier irgendwo war noch mal ordentlich was zu holen. Wenn wir zum Beispiel hier rüber schwimmen würden oder sowas, dann könnten wir natürlich noch mal eine ganze Menge mehr gewinnen. Ja, wir gucken noch mal ganz schnell hier rüber. Und dann würde ich sagen, dass wir vielleicht das nächste Mal eben da drüben noch weitermachen und vielleicht noch die schöne Schildmaid holen. Wenn ich nicht nach Rotwein rieche, denkt man weiblich, bin es nicht. Jo, na, Hauptsache man erkennt sich doch irgendwie, ne? Am Geruch oder was weiß ich. Gut, vielen Dank, dass du dabei warst heute und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss.